Er war sicherlich durch und durch Soldat. Als Studenten verehrten von Stauffenberg und seine Brüder Berthold und Alexander den Dichter Stefan George. George trat für eine Regierung ein, die sich an hohen Idealen und intellektueller Kompetenz orientiert. Die Mitglieder des George-Kreises, zu denen auch von Stauffenberg gehörte, nannten sich selbst das geheime Deutschland. Das war eine sehr elitäre Gruppe, die eine moralische Erneuerung Deutschlands forderte. Es sollte eine treibende moralische und kulturelle Kraft in Europa sein.